Hallo Ali, heute gibt es mal lecker Rührei mit Schnittlauch, dazu noch einige Speckstreifen, etwas Cocktailtomate und natürlich eine Scheibe Toast. Dazu benötige ich heute 4 Eier, etwa einen Esslöffel Butter, etwas Salz, einige Stiele frischen Schnittlauch, einige Scheiben Frühstücksspeck und ein paar Tomaten. Ich werde mir jetzt als erstes mal die Eier aufschlagen. Die Eier habe ich jetzt also schon in eine Schüssel geschlagen und werde sie jetzt mit einer Gabel schön aufschlagen. Und zwar so lange, bis sich Eigelb und Eiweiß richtig gut miteinander vermengt haben und das Ei dann langsam schaumig wird. So, das Ei wird jetzt schon schön schaumig, das hat sich alles gut vermengt. Das stelle ich jetzt erstmal zur Seite und werde dann mich um den Speck kümmern. Den werde ich jetzt in der Pfanne anbraten. Dazu mache ich mir schon mal das Feuer an, auf kleiner Flamme, und lege dann die Speckscheiben ein. Ups, die hängen so ein bisschen rüber, das soll natürlich nicht sein. So, 1, 2 und die dritte. Ja, wer mehr Speck mag, nimmt halt mehr Speck. Man kann ihn natürlich auch würfeln und kann ihn einlegen. Dann natürlich nicht diese Speckscheiben kaufen, sondern einfach ein Stück Schinkenspeck kaufen und das klein würfeln. Ich lasse das jetzt hier im Moment ziehen, bis es dann schön knusprig ist und stelle es dann beiseite. In der Zwischenzeit, wo der Speck jetzt brutzelt, werde ich mir schon mal den Schnittlauch klein schneiden und das Toast in den Toaster geben. Der Speck ist jetzt soweit fertig, der ist schön knusprig, hat ein bisschen Farbe angenommen. Wer jetzt möchte, kann den Speck auch auf einen Küchenkrepp legen, dass noch ein bisschen das Fett ablaufen kann. Spart man sich einfach noch ein bisschen Fett. Ich stelle den jetzt erstmal beiseite und werde jetzt die Pfanne fürs Rührei aufwärmen. Der Speck ist also jetzt fertig und jetzt werde ich das Rührei fertig machen. Das heißt, ich habe das jetzt ja im Moment stehen lassen und werde es erst jetzt salzen. Und dann nochmal schön durchschlagen. Ja, immer schön schaumig schlagen, das macht das Ganze nachher fluffig. Dieser Schaum, den sieht man nachher auch nicht, der geht auch wieder weg. Der löst sich beim Braten quasi so ein bisschen auf oder die kleinen Luftbläschen lösen sich auf. So, das kann jetzt erstmal beiseite und dann kann dann jetzt auch die Butter in die schon etwas angewärmte Pfanne gegeben werden. Ja, die soll dann einfach nur schmelzen. Hoppla, die geht natürlich wieder nicht ab vom Holzstiel. Ja, die darf auf gar keinen Fall braun werden. Die sollte wirklich nur weich werden, noch ein bisschen schaumig werden. Sobald sie dann so ein bisschen schaumig ist, da kann dann das Ei dann dazu gegeben werden. Wenn man mit so einem beschichteten Pfannen arbeitet, unbedingt immer entweder einen Holzspatel oder einen Kunststoffspatel nehmen oder sowas. Niemals mit Messer oder irgendwelchen anderen scharfen Gegenständen da drin rumkratzen. Dadurch löst sich diese hässliche kleine Beschichtung, die ja eigentlich ganz nützlich ist, aber nur auf der Pfanne. Wenn sie in den menschlichen Körper kommt, ist sie nicht ganz so nützlich. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Ich stelle hier einmal ganz kurz auf groß, dass er einmal anfängt ein bisschen zu schäumen. Ja, das geht jetzt langsam los. Das heißt, wieder auf kleine Flamme stellen. Also das Ganze wirklich immer auf kleiner Flamme machen. Und dann kann das Ei hier auch mit zu. Einfach dazu gießen. Dann langsam stocken lassen. Ja, den ersten Moment erstmal so kurz liegen lassen, so 30-40 Sekunden. Und dann sieht man schon an den Rändern so ein wenig, dass das anfängt zu stocken. Und dann kann man auch langsam immer so schieben. Ja, nicht rühren, sondern wirklich immer langsam schieben. Immer vom Rand Richtung Mitte, überall, so dass sich das wirklich schön immer verteilt. Die Butter verteilt sich dann auch noch ein bisschen mit dem Ei. Das gibt nachher so einen ganz feinen Geschmack. Immer schön schieben. Ja, das löst sich in so einer Pfanne natürlich immer wunderbar. Sobald dann flüssiges Ei auf die freigeschobene Stelle aufläuft, stockt es dann auch gleich wieder. Ja, wenn man jetzt merkt, es ist zu heiß, es stockt zu schnell, dann einfach von einer Flamme runternehmen oder die Flamme ausstellen. Man könnte jetzt auch, wenn man es denn mag, schon den Speck und die Zwiebeln und verschiedene andere Beigaben noch mit ins Rührei reingeben. So, ich mache jetzt hier mal gerade aus. Aber ich mag einfach diese
normale, glatte Art vom Ei. Ich möchte da gar nicht so was Dolles da drin haben. Ich mag das lieber als Beilage, deswegen lege ich auch den Speck dazu und mache auch noch Tomaten dazu. Also das sind die kleinen Cocktailtomaten, die ich immer ganz gerne benutze. So, sieht schon ganz gut aus. Ich mag das ja, wenn das Rührei nicht ganz so stark gestockt ist, nicht so krümelig ist. Ich mag das gerne, wenn es so ein bisschen saftig, cremig ist. Dann schmeckt es so richtig schön nach Ei, hat einen richtig angenehmen Eigengeschmack. So, einmal gebe ich nochmal Feuer drauf. Ja, das geht also alles relativ schnell hier. So, jetzt ist natürlich schwierig, wenn man nur schiebt, dass man auch die Oberseite mitkriegt. Also auch so ein bisschen umdrehen. Aber die Flamme kann schon wieder aus, sonst wird es mir nämlich zu fest. So. Noch mal mit der durch die Eigenhitze noch mal ein bisschen nachgaren lassen. So, und dann kann es dann auch schon auf den Teller. Den Teller habe ich mir schon so ein bisschen vorbereitet. Da liegt mein Speck, meine kleinen Cocktailtomaten. Die habe ich einfach nur mit Pfeffer und Salz. Wer mag, kann auch noch ein bisschen Balsamico drüber geben. Vielleicht auch noch ein paar Zwiebelchen darüber geben. Ich mache jetzt mein Eichen auf den Teller. Ich gebe das dazu. Hoppala, nicht, dass mir der Speck runterspringt. So. Jetzt kommt nochmal der Schnittlauch zum Einsatz. Den gebe ich jetzt hier so ein bisschen übers Rührei, ein bisschen noch über die Tomaten. So. Und so serviere ich das Ganze dann. Ich wünsche einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachmachen. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!